Hallo, mein Name ist Sina, ich bin 16 Jahre alt und ich bin in Christoval, Texas für mein Auslandsjahr. Und das heutige Video ist so ein bisschen darüber, wie meine Planung verlaufen ist, zusammen mit Kulturwerke. Also Koffer packen, was ich so für Erledigungen hatte, was ich erledigen musste und eben auch der Ablauf einfach im Allgemeinen, woran man denken muss und all sowas. Im Allgemeinen, die Vorbereitung mit Kulturwerke war wirklich gut. Es gab diese Vorbereitungsseminare, wo man über spezielle Themen dann geredet hat. Ich glaube, es gab zwei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und in beiden wurde man gut vorbereitet und hatte auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zusammen mit all den anderen Austauschschülern, die dann eben auch da drin waren. Und da konnte man dann auch direkt Verbindungen knüpfen und eben neue Freunde finden oder sich auch einfach darüber austauschen, like, eben wie man aufgeregt ist oder dass man vielleicht auch Angst hat. Also es ist einfach gut, dann da eben mit jemandem drüber zu reden, ob das nun jemand von Kulturwerke ist oder auch einfach jemand anderes. Jemand, der vielleicht das Gleiche vor sich hat. Oder auch schon das Gleiche gemacht hat. Das hilft auch. Mal so am Rande. Habe ich gemacht. Das war eine Schülerin von meiner Schule, die das ein Jahr davor gemacht hat. Und habe ich mich einfach mal mit ihr zusammengesetzt und drüber geredet. Das hat geholfen. Auch so konntest du eigentlich jederzeit Fragen stellen. Also du wirst dann in einer WhatsApp-Gruppe sein mit, ich glaube, mehreren Mitarbeitern von Kulturwerke. Und da kannst du jederzeit, um jede Uhrzeit, jeden Tag, kannst du da deine Fragen reinstellen. Und du kriegst definitiv, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden definitiv eine Antwort. Also das ist wirklich gut. Und es können eben auch so einfache Fragen sein. Also ich war sehr nervös und dann kamen eben solche Fragen wie, was muss ich überhaupt in meinen Koffer packen oder brauche ich eine Jacke? Also wirklich solche ganz simplen Dinge. Aber es hilft einfach, wenn man darauf dann eine feste Antwort hat. Das war wirklich gut, weil ich immer das Gefühl hatte, dass da immer jemand ist, der mir zuhört, wenn ich Fragen habe oder irgendwas. Das fiel mir tatsächlich auch besonders schwer, das Kofferpacken, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, so was ich brauche und was ich eben nicht unbedingt brauche. Und ich habe, das kann ich jetzt so im Nachhinein sagen, ich habe viel zu viel gepackt. Also ich habe gerade so Artikel fürs Badezimmer. Viel zu viel. Es ist einfach, man denkt darüber nach, so, oh, das gibt's bestimmt nicht in Amerika. Glaub mir, man findet alles in Amerika. Hier gibt's alles. Es sieht halt nur anders aus, aber es ist an sich auch eine gute Übung, halt einfach die richtigen Produkte dann zu finden. Also es ist wirklich okay, einfach nur so die Reisegröße mitzunehmen von allem, auch an Klamotten. Man findet hier alles neu. Man hat auch einen neuen Style, also alles neu. Deswegen, das fiel mir sehr, sehr schwer. Ja, aber mir wurde halt auch immer geholfen. Also von meinen Eltern oder von Freunden oder von Kulturwerke. Ich hatte tatsächlich zwei Koffer fürs Ausland. Ich glaube, ich brauchte zwei Koffer. Also ich glaube, man kriegt es auch mit einem hin. Aber für mich waren zwei besser. Und ich habe davor noch einen kleinen Zwischenstopp gehabt in New York. Deswegen war es ganz praktisch, dann so einen kleinen Koffer noch zu haben für New York, wo ich eben alle Sachen drin hatte, die ich wirklich nur eben, die ich dann da rausnehmen kann, damit ich den anderen großen Koffer eben so lassen kann, wie er ist. Eigentlich packt man so alles und das ist ein Fehler. Packt nicht alles, aber packt so ein bisschen von allem. Ich weiß, das klingt jetzt verwirrend, aber nimm einfach so ein paar T-Shirts mit, ein paar Jacken. Ja, es kommt halt darauf an, wo du hinkommst. Also hier in Texas braucht man schon im Winter mal eine dicke Jacke, aber die kann man dann im Notfall auch dann hier eben noch kaufen. Warte mal ganz kurz, ich muss den Hund rauslassen, der nervt gerade ein bisschen. Das tut mir leid, aber die Tür, die muss man dann immer öffnen für die und die wollen gefühlt alle 5 Minuten raus und eine Sekunde später wieder rein. Das ist wirklich nervig. Ja, aber Tipps zum Thema Kofferpacken wäre tatsächlich nur diese kleinen Packtaschen für so einzelne Sachen. Wie zum Beispiel nur alle T-Shirts kommen in eine kleinere Tasche und die kommt dann in den großen Koffer. Da gibt es so spezielle Packtaschen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht ganz, wie die heißen. Aber die haben mir enorm geholfen, eben da den Überblick zu behalten. Und auf jeden Fall, mach eine Liste. Eigentlich bin ich immer so ein chaotischer Kofferpacker und hau einfach alles Mögliche rein, aber mach das auf gar keinen Fall. Es ist wirklich, ich meine, du wirst ein Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem, wofür du dich entscheidest, in einem anderen Land leben. Und es ist schon ganz gut, dann einen kleinen Überblick zu haben, was du alles brauchst und mitnehmen wirst. Ich würde mit dem Packen wirklich früh anfangen. Also ich war noch im Urlaub, kurz bevor ich dann ins Ausland geflogen bin. Und deswegen hatte ich verschiedene Koffer, die ich packen musste für verschiedene Reisen. Und das war schon ziemlich verwirrend. Aber ich würde vielleicht so 2 bis 3 Wochen vorher anfangen.
Und auf jeden Fall schon die Liste vorher schreiben, damit man dann schon mal einen Plan hat. Und wenn man dann packt, dann fällt einem vielleicht noch was ein, dann kann man das noch ergänzen auf der Liste. Das wäre so ein kleiner Tipp. Besonders aufwendig bei der Planung war tatsächlich der ganze Papierkram. Das Visum ist ja schon mal eine ganz andere Sache, aber das hat ewig gedauert. Und dann noch zur Botschaft fahren in Berlin. Das Ganze beantragen, das war alles super aufregend. Es war im Endeffekt, die waren alle furchtbar nett in der Botschaft, aber ich war natürlich super aufgeregt. Und die ganzen Sachen mit Versicherung und dann eben das Visum. Und das Visum, da kommen so ganz, ganz viele Fragen, die du beantworten musst. Und es ist eben alles auf Englisch. Und es ist dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann die Eltern es auch verstehen wollen, aber das Englisch nicht so gut ist. Und dann musst du das übersetzen. Aber dein Englisch ist auch noch nicht so gut. Das ist immer ein kleines Problem. Hat dann am Ende allerdings auch funktioniert, aber das war wirklich, wirklich verwirrend. Ich glaube, mir war wirklich wichtig, dass ich nichts vergesse. Das ist so meine größte Angst. Ich meine, ich habe schon immer Angst, dass ich was vergesse, wenn ich dann die 3 Stunden in eine andere Stadt fahre und da für einen Urlaub dann bin. Aber für ein Jahr ist das, finde ich, ziemlich beängstigend, halt, wenn du was vergisst. So, wie wäre das, wenn du dein Handy vergisst oder Ladekabel oder was auch immer, Portemonnaie, Ausweis, sowas. Davor hatte ich extrem Angst, deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, eben eine gute Liste zu haben, eine gute Packliste, wo ich wirklich genau überprüfe, ob ich wirklich alles dabei habe und all das. Und ich habe tatsächlich was vergessen. Ich habe das Einreisedokument vergessen. Da habe ich erstmal Panik geschoben, als ich in New York gelandet bin. Da wurde mir dann aber auch dann zum Glück geholfen. Aber also wirklich, sei sicher, dass du alles dabei hast. Das ist wirklich wichtig. Es ist auch alles sehr, sehr kompliziert, aber wenn du da systematisch rangehst, dann kann man das schon schaffen mit ein bisschen Hilfe. Und du kannst eben immer Kulturwerke fragen, ob sie dir helfen können. Deswegen, das ist eigentlich kein Problem. Das wär's dann auch schon. Also Koffer packen und allgemein die Reise und die ganze Planung ist extrem kompliziert. Aber es lohnt sich. Es ist total schön hier. Ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Auch wenn es wirklich schrecklich war und über Monate gedauert hat, bis man die ganze Planung fertig hatte. Aber im Endeffekt kann ich eigentlich nur sagen, macht es. Also es ist wirklich, es ist super. Ich würde es jedes Mal wieder machen und ich würde es auch jedes Mal wieder mit Kulturwerke machen, weil ich da wirklich das Gefühl habe, dass es was Persönliches ist und dass sie wirklich sicher gehen wollen, dass es dir gut geht im Ausland und dass du gut vorbereitet bist. Und dass auch jede, ich würde jetzt mal sagen, dümmste Frage beantwortet wird. Es gibt nicht wirklich dumme Fragen. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht könnt ihr ja den Kanal abonnieren.